Herzlich willkommen zu einem weiteren Xboxuser.de Guide zu Final Fantasy 15 und zwar wieder ein Endgame Guide. Das Ganze ist für die Leute, die sich fragen, wie kriege ich die legendären Waffen für meine Party? Ganz einfach, wir schauen uns hier auf der Karte an. Wenn wir das Spiel durchgespielt haben, dann gibt es bei den meisten Spielern ein Fragezeichen in Lestalem. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt mal auf die Karte. Es scheint wohl auch manchmal vorzukommen, dass dieses Fragezeichen nicht automatisch angezeigt wird. Deswegen hier in kurzen Schritten, wie ihr dorthin kommt. Hinter diesem Fragezeichen verbirgt sich Randolph. Das ist ein legendärer Schmied. Dieser wird euch alle legendären Waffen des Spiels schmieden. Jedoch immer nur eine nach der anderen. Und er braucht, wie es sich für legendäre Items gehört, für jede Waffe eine besondere Zutat. Das heißt, ihr bekommt sozusagen wieder neue Jagdaufträge. Ihr kriegt Sidequests von Randolph, bei denen er euch zeigt, wie ihr wo die Zutaten für die legendären Waffen bekommt. Das sind meistens High-Level-Gegner, das heißt, ihr solltet wirklich schon 55 Minimum sein, lieber 60, 70 und zum Ende hin vielleicht sogar 99. Dann folgt ihr einfach nur seinen Angaben und jemals, wenn ihr eine Waffe geschmiedet habt, schlussendlich gibt es die Quest für die nächste. Die werden zunehmend immer schwieriger. So kriegt ihr für eure Party alle Waffen und jede Menge Erfahrung auf dem Weg. Weitere Tipps und Tricks, News, Guides und Reviews findet ihr auf www.xboxuser.de. Viel Erfolg beim Jagen der seltenen Kreaturen.